Willkommen zu unserem Tutorial über die BEG V-Station. Heute mit dem Thema, wie ein Benutzer angelegt wird. Kommen wir zuerst zum Ändern der Admin- und IT-Admin-Passwörter. Wir gehen in Einstellungen, Benutzer und können hier einfach unter Passwort dem jeweiligen Benutzer ein neues vergeben. Der Admin-User ist der Integrator, der das Projekt erstellt. Der IT-Admin ist die Person, die weitere Benutzer verwalten kann und Schaltzeiten erstellen darf. Quasi ein eingeschränkter Admin. Zum Anlegen eines neuen Benutzers oder Ändern von Benutzerpasswörtern loggen wir uns als IT-Admin ein. Wir legen unter Einstellungen Benutzer in der rechten Spalte einen neuen Benutzer an und teilen ihm ein Passwort zu. Wir wählen unter Zugriffsrechte alle Geräte aus und dass er in die Grundansicht wechseln kann. Auch kann er unter Etagenauswahl auf jede Etage zugreifen, die uns in der linken Spalte angezeigt wird. Wenn man dies nicht aktiviert, würde in der linken Spalte nur alle Geräte angezeigt werden. Dazu später mehr im Video. Unser neuer Benutzer Max darf in unserem Fall alles machen. Legen wir zwei weitere Benutzer an. Unser neuen Benutzer Monika erhält dasselbe Passwort, der Einfachheit halber. Sie bekommt von uns nur das Zugriffsrecht auf alle Geräte. Der nächste Benutzerkind darf nur die Geräte in seinem Zimmer bedienen. Dazu wählen wir die Kacheln in seinem Zimmer einzeln aus. Die von uns ausgewählten Kacheln haben nun einen kräftigeren Blaufarbton wie die anderen. So haben wir auch hier wieder einen direkten Überblick über die freigegebenen Geräte. Wir melden uns mit dem Benutzer IT-Admin ab und mit dem Benutzer Monika an. Wie man sehen kann, ist die Etagenauswahl verschwunden, weil wir diese nicht freigegeben haben. Wenn wir auf den Benutzer Kind wechseln, sehen wir, dass auch hier nur die von uns freigegebenen Geräte in seinem Zimmer sichtbar sind. Wir melden uns wieder mit dem Benutzer IT-Admin an und teilen die Benutzer in Benutzergruppen ein. Um Benutzer in Gruppen einteilen zu können, muss man den jeweiligen Benutzer auswählen und unter dem Punkt wie Benutzergruppe im Dropdown-Menü die Gruppe auswählen. Sollte man noch keine Benutzergruppe angelegt haben, findet man unter Einstellung den Punkt Benutzergruppe, wählt Neu und nach der Benennung ist die Gruppe gespeichert und somit auswählbar. Das war es auch schon mit unserem Tutorial. Für weitere Informationen rund um das Thema V-Station klicken Sie auf das jeweilige Video.